Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Gudus. Ja, ich bin ein Stückchen weiter vorgedrungen ins Landesinnere und habe mir zwei neue Schreine entdeckt. Keine Ahnung, was die bringen. Aber wir werden es herausfinden. Kurz noch den Glauben einsammeln. Und dann muss ich schnell noch ein bisschen hier terraformen, damit wir auch ein bisschen Land zum Bauen haben. Beziehungsweise, ach komm, ich mache erstmal kurz die Kisten alle weg. Dann können wir auch bald mal eine Siedlung bauen. Und zwar, da ist noch eine versteckt. Komische Ätherische. Fell. Vielleicht mal was anderes als Fell. Blätter, das ist schon mal gut. Ach komm. Machen wir eben. Gucken wir uns dann gleich alle an. Aber erstmal alles wegschaufeln. Scheiße, jetzt habe ich schon keinen Glauben mehr. Ich könnt kotzen. Das ist halt am Anfang echt noch eine Mangelware und nachher werden wir mit dem Zeug zugekotzt. Na gut, dann kümmere ich mich jetzt doch erstmal schnell drum, dass ich ein paar Follower bekomme. Und wenn es geht, noch ein paar von mitnehmen. Die ist aber ganz schön weit unten. So. Und jetzt in der Zwischenzeit gucken wir uns mal an. Was haben wir denn hier? Seeds. Verbraten wir mal schnell da drauf. Ach so, ich glaube, dieses Zeichen hier unten sagt immer, was für Gegenstände wir brauchen, damit es funktioniert. Was gibt es denn da hinten dann noch? Gibt es dann da neue noch? Das hier ist dann was anderes. Das hier ist dann auch ein neues Zeichen. Also da kommt anscheinend noch ein bisschen mehr. Im Gegensatz zu früher. Oder sie haben die Karten nur ein anders eingeteilt. Ich weiß es nicht. Wir werden es merken. So, jetzt kurz überlege. Wie komme ich jetzt schnell an Glauben? Hier war halt überall noch Wald und so. Und was sind das jetzt für blöde Artefakte, ey? Naja, weg sind sie. Aber den Wald habe ich schon abgeholzt, um einfach ein paar Ressourcen zu bekommen. Da. Ah Mann, aber es langt nicht. Es langt hinten und vorne nicht. Also doch noch ein paar Steine irgendwie abbauen. Und es ist so eine Wohltat, nicht mehr die ganze Zeit alles klicken zu müssen, sondern einfach draufhalten zu können, sozusagen. Hier, so, da baut sich so ein Wald ruckzuck ab. Und es ist eine Wohltat. Was ist das? Moment. Oh, da ist eine. Mitten am Meer. Mann. Nicht aufhängen. Doch, hat sich aufgehängt. Großartig. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass es jetzt wieder alles in Ordnung ist und nicht nochmal abschmiert. Also es scheint mit der neuen Version noch nicht alles wirklich rund zu laufen, deswegen gab es jetzt auch zwei Tage hintereinander schnell Patches. Lassen wir uns überraschen. Naja.
Das haben wir doch vorhin alles schon gehabt, oder nicht? Wird schon irgendwie gehen. So, die ist voll. Bin mal gespannt, ob es neue Skins oder Texturen für die einzelnen Häuser gibt. Also die hier sind ja neu, glaube ich. Die sahen vorher anders aus. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr so sicher, wie die früher aussahen. So, und hier gibt es einen neuen Schrein. Ich auch noch nicht weiß, was er bringt. Also tatsächlich einen Haufen neuen Scheiß zu entdecken. Vielleicht sieht er einfach auch nur anders aus. Und er ist schon altbekannt. Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Was ist denn hier für ein komischer Palmenhain? In dem Loch. Kann ich eigentlich mittlerweile irgendwie die Karte drehen? Nö. Schade. Kommt doch eh keine Sau noch da oben. Passiert hier gerade irgendwas Spannendes irgendwo? Also was ich vorhin schon häufiger gesehen habe. Die machen dann nochmal ein Lagerfeuerchen oder rennen wie Affen rum, warum auch immer. Aber sie tun immerhin ein bisschen was und gaukeln ein soziales Leben vor. Wie sieht's hier aus? Hilft dir mal jemand? Wirklich. Für was ist denn eigentlich der hier? Shrine? Nee. Statues Shrine of Capacity. Was macht der? Ah, okay. Erhöht die Kapazität von unserem Bütchen. Allerdings brauche ich dafür 100 Glauben. Boah, und ich werde gerade müde, stelle ich fest. Naja, ist noch gar nicht so spät. Egal, ein bisschen muss ich noch durchhalten. Komme ich hier dran? Ist ja noch eine. Nee, die wurde anscheinend von vorhin nicht mehr aktualisiert. Gut. Hier würde ich gern dran. Da ist bestimmt was Gutes drin. Ich riech's schon. Oh, Settlement. Perfekt. Ist wahrscheinlich sauteuer. Warum kann ich das hier nicht reinstecken? Brauche ich erst das hier oder was? Gucken, wie teuer die hier ist. Das letzte Mal waren es, glaube ich, 2000 oder so. Jupp, kostet immer noch 2000. Das ist sehr teuer. Das hier ist übrigens auch neu. So ein Tutorial-Quatsch, aber der funktioniert noch nicht so ganz und da möchte ich jetzt nicht draufklicken. Weil das letzte Mal war dann nur noch das Meer da und man hat nichts mehr gesehen. Das zeige ich euch irgendwann anders. Könnt ihr euch ja mal einen Text durchlesen. Ich werde das jetzt nicht mehr übersetzen. Wie gesagt, Settlements, da werden dann Straßen gebaut. Man muss den Glauben nicht mehr von jeder Bude einzeln einsammeln, sondern nur noch vom Settlement. Es wird einfach ein bisschen zentralisiert.
Das wollte ich doch gar nicht machen. Na gut, DC ist halt doch. Das ist jetzt quasi so ein kleiner Tutorial-Modus. Krieg jetzt halt gezeigt, wo ich Settlements hinstecke. Oh, das sieht... Oh, das haben sie ein bisschen geändert. Sehr hübsch. Make two builders by dragging assign builder button to a boat. Click and... What? Bin gerade verwirrt. Ah, okay. Gehen die da jetzt hin oder was und machen was? Sehr witzig. Das hier ist der Breeder. Okay. Buffers. Was? Welche sind die Buffer? Die hier. Okay. Assign an. Gut. Mist, jetzt konnte ich das letzte gar nicht mehr ausprobieren. Verdammt. Kann ich mir aber noch gar nicht leisten, so was. Nee, noch lange nicht, ey. Oder kriege ich eins geschenkt? Ein Settlement? Nee, natürlich nicht. Wäre ja zu schön gewesen. Aber ich baue den jetzt mal so eine Statue mitten drin. Weiß gar nicht, was das jetzt großartig bringt. Aber ein bisschen was wird es bringen. Hoffe ich. Nicht, dass es am Ende nur rausgeschmissenes Geld war. Aber die Löcher hier drin mache ich mal zu. Das ist ja relativ einfach zu generieren. Das Bauland hier kostet auch nie so viel, das hier zu schließen. Ja. Nur ist da keiner in der Nähe, der bauen könnte. Warum kostet das eigentlich gerade nichts? Das nervt mich gerade wieder so ein bisschen, dass ich da jetzt keinen hinschicken kann. Ich weiß nicht so ganz, wie ich das machen soll. Kriege ich denn das hin, dass die da runterlaufen? Ich höre die ganze Zeit Harry. Irgendwie nimmt es dann nicht so Fahrt auf, gell? Aber der Schrein ist fertig. Was bringt der mir? God Power. Leash Power. Was macht die Leash Power? Click and hold on a follow. Okay. Ach so, das ist das Schick den irgendwo hin. Power. Ja, danke. Ich wollte es gar nicht machen. Help him. Click and hold. Ah, endlich. Um Gottes Willen. Diese Funktion hätte ich mir auch für früher schon gewünscht. Und endlich ist sie da. Endlich ist sie da. Click and release. Ach, der läuft jetzt auch hin. Sehr cool, endlich.
Dann geht das auch ein bisschen schneller, wenn die zu zweit arbeiten. Was? Click and hold to leash follower. Achso, jetzt kann ich die alle mitnehmen. Ah, okay, wir müssen immer erst warten, bis dieser komische Ring aufploppt. Aber so, auf diese Funktion habe ich mich so... Also die hätte ich mir damals so gewünscht. Konnte ja keine Ahnung, dass sie irgendwann in Wirklichkeit wird. Aber das freut mich gerade wirklich. Sehr cool. Jetzt kann ich die nämlich dann hinschicken. Und den einfach mal schön bauen lassen. Viel Spaß da hinten. Ihr könnt euch gerade gar nicht vorstellen, was für eine Erleichterung ich habe. Denn dadurch wird das Spiel um viel, vielfaches einfacher. Nur habe ich gerade hier mal wieder einen Bug, dass hier diese Anzeigendinger noch drin sind. Aber naja. Aber wir sind sowieso gerade schon am Ende der Folge angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis denn, macht's gut. Tschüssi.